Die Alpen. Von Slowenien bis Frankreich. Eine Entdeckungsreise durch die Welt der Berge. Die Steiermark. Aus der Luft offenbaren sich sanfte Hügel im Süden und schroffe Gipfel im Norden. Alpinisten durchqueren die Schluchten, zu Lande und zu Wasser. Auf den Almen wird der Nachwuchs für die Wiener Hofreitschule gezogen. Und im Ausseerland queren Gondeln die Seen, wie in Venedig. Die Steiermark liegt im Herzen Österreichs. Die Reise führt von der steirischen Landeshauptstadt Graz zum Semmering und weiter über das Kalkgebirge der Obersteiermark bis zu den Seen des Salzkammerguts. Graz ist die zweitgrößte Stadt Österreichs. Ihrem vollständig erhaltenen Stadtkern mit dem Uhrturm verdankt sie den Eintrag ins Weltkulturerbe. Inmitten der Altstadt befindet sich auch zeitgenössische Architektur. Das Kunsthaus, Blaue Blase genannt, ist das neue Wahrzeichen der Stadt. Die Terrakotta-Dächer müssen regelmäßig gewartet und erneuert werden. Für diese Aufgabe gibt es Dachdeckermeister, die zu den entlegensten Winkeln klettern. Eine von ihnen ist Barbara Rockenbauer. Es ist ein Gefühl von Freiheit und es ist ein Gefühl von, ja, über den Dingen stehen, würde ich mal sagen. Der höchste Fürstpunkt, auf dem ich war, das war der Taubenkobel in der Hofgasse. Ja, ein bisschen Höhentauglichkeit muss schon vorhanden sein. Man kommt zum Teil also nur, wirklich auch nur kriechend vorwärts, oder man muss eben auf allen Vieren irgendwo sich einmal einen Ausstieg suchen. Auf den steilen Altstadtdächern zu arbeiten, ist wie Bergsteigen und auch so gefährlich. Barbara ist auch nach Jahren immer wieder neu von den Ausblicken auf die Dachgipfel fasziniert. Wenn man hier heroben so steht, dann ist ja die einzigartige Atmosphäre unserer Grazer Dachlandschaft sehr schnell zu erkennen. Und für mich ist hier heroben immer so eine gewisse Widerspenstigkeit und eine Unangepasstheit zu erkennen. Und dazu braucht es natürlich auch Fachleute, die das Ganze erhalten. Dann schauen wir mal. Also ich persönlich empfinde es nicht so gefährlich. Es ist natürlich wichtig oder absolut wichtig, dass man die Sicherheitsvorkehrungen einhält. Und zwar sowohl für die Mitarbeiter am Dach oder für die am Dach Tätigen, als auch natürlich für die Passanten. Seil und Karabiner gehören zu ihrer Arbeitsausrüstung. Um ein Dach zu überprüfen, müssen die Ziegel punktweise abgenommen werden. Denn auch das Gebälk darunter kann über die Jahre morsch geworden sein. Barbara lernte ihren Beruf von der Pike auf. Immerhin stammt sie aus einem alteingesessenen Dachdeckermeisterbetrieb in Graz. Mein Vater hat vor Jahrzehnten schon begonnen, sich um die Grazer Altstadtdächer sehr zu bemühen. Und das war ein inneres Verständnis und eine Überzeugtheit, dass diese
historische Bausubstanz ganz einfach erhalten werden muss. Ne, und mit dem Gedankengut sind wir eigentlich wir Kinder groß geworden, in einer Männerwelt zu bestehen, wo eigentlich dann eher noch eine zusätzliche Herausforderung, würde ich sagen, wobei ich in Wahrheit eigentlich ganz dankbar bin und das wunderbar funktioniert. Das schaut gut aus. Nein, ja. Und der Sporn hat aber auch nichts abgekriegt bei der Einreinste. Nein, das ist soweit in Ordnung. Das können wir los. Können wir losen. Insbesondere in der Altstadt müssen die Dächer regelmäßig überprüft werden. Barbara untersucht auch die Unterkonstruktion auf mögliche Schäden an den Holzteilen. Na, gibt's noch einen alten? Dieses Holz ist in Ordnung und kann die Last der Ziegel noch weiterhin tragen. Auch jeder einzelne Ziegel wird dem Klangtest unterzogen. So erkennt Barbara, ob der Dachziegel ausreichend Spannkraft hat und dicht hält. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Ziegel, die wir hier herum in der Grazer Altstadt haben, teilweise bis zu 600 Jahre alt sind. Wir sind grundsätzlich natürlich sehr bemüht, die alten Ziegel, soweit es geht, zu erhalten. Für mich ist es auch ein großes Anliegen, dass man das Bewusstsein in Bezug auf die Grazer Altstadt ganz einfach schärft. Weil man darf ja nicht vergessen, unsere Arbeiten sind ja mindestens einige Jahrzehnte sichtbar. Industriell gefertigte Normziegel würden vom Stadtbild abweichen. Deshalb werden die von Barbara eingesetzten Ziegel noch nach den alten, überlieferten Formen und aus historischen Materialien hergestellt. Das nächste Ziel liegt im Süden von Graz, wo ein Kämpfer gegen die Gewalten des Wetters seine Zelte aufgeschlagen hat. Am Flughafen Thalerhof ist Walter Golob mit seinen Flugzeugen stationiert. Mit seinen wendigen Maschinen fliegt er Einsätze im Bergland südlich von Graz. Und zwar dann, wenn alle anderen am Boden bleiben. Ich habe nicht gewusst, was da für Leidenschaft drin steckt. Sondern ich habe einfach nur ganz profan eine Möglichkeit gesucht, das Flugzeug wirtschaftlich einzusetzen. Phantom ist erst gekommen dann mit dem Fliegen. Es hat zwei Faktoren. Erstens ist es hochinteressant. Es ist jeder Tag anders beim Gewitter. Es ist spannend. Es ist ein gewisser Reiz drinnen. Walter Golob ist Hagelbomber. Wird aus der Gewitterwolke eine Hagelwolke, müssen die Piloten sofort starten. Im Dienste der Obst- und Weinbauern, deren Ernte dann in Gefahr ist. Wenn wir sehen, eine Gewitterfront kommt sehr schnell, dann starten wir auch eine Stunde vorher. Und die Leute wundern sich, wenn wir im blauen Himmel fliegen. Der mittlerweile über 70-Jährige und seine Kollegen wissen, dass Unheil naht. Eine mehrere Kilometer hohe Wolke, die so weit in kalte Luftmassen hinaufdringt, dass sie nicht als Regen, sondern als Hagel niedergehen wird. Graz und seine Umgebung sind aufgrund der Beckenlage am Rand der Alpen besonders oft von Hagelunwettern bedroht. Warme Luft vom Südosten trifft auf kalte Luft von den Bergen. Mit ihren Flugzeugen fliegen Golob und sein Team direkt in das Herz eines Gewitters, worum alle anderen Piloten einen großen Bogen machen.
Genau dort muss der Hagelbomber seine Fracht abfeuern. Silberjodid. Nach kurzer Zeit hat Walter Golob die am Wetterradar gesichtete Wolke erreicht. Er zündet die Brenner an den Flugzeugen, damit das Silberjodid ausströmen kann. Die extrem feinen Moleküle dienen als Kondensationskerne. Millionen solcher Kondensationskerne werden bei einem Einsatz in die Wolke geimpft, damit sich an ihnen kleine Tropfen bilden, die dann als Regen und nicht als Hagel niedergehen. Doch beim Flug in Gewitterwolken lauert ständig Gefahr. In der Wolke drin sieht man gar nichts. Außer eventuell Schnee, der einem entgegenkommt, oder die Regentropfen, die einem entgegenkommen. Ich habe vor jeder Wolke eigentlich Respekt. Weil man darf diesen Job auch nicht leichtfertig machen. Walter Golob hat seine Fracht gut platziert und landet wieder sicher auf dem Flugfeld. Die mächtigen Gewitterwolken entladen sich als Regen über dem Land. Die Route führt weiter in die Berge westlich von Graz, wo eine der berühmtesten Pferdezuchten der Welt beheimatet ist. Auf einer Alm bei Schloss Pieber verbringen die Hengste der spanischen Hofreitschule in Wien ihre Jugendjahre. Die später blühten weißen Lipizzaner werden nicht weiß geboren. Bis zu ihrem 10. Lebensjahr sind sie wie alle Schimmel braun oder grau gefärbt. Jeder einzelne dieser Hengste ist ein Vermögen wert und hat einen Stammbaum, der über Jahrhunderte zurückreicht. Eine Herde von über 50 wilder, auf Kraft gezüchteter junger Hengste zu zähmen, ist kein leichter Job, doch ein Traum für so manchen Pferdeliebhaber. Auch für Jakob Hofer, Mitarbeiter der Lipizzanerzucht auf Schloss Pieber. Wenn man in eine Herde reingeht, muss man zeigen, so jetzt bin ich hier der Chef. Kurzzeitig und so kann eigentlich nichts passieren. Unsere Hengste werden ja gezüchtet für die spanische Hofreitschule, um die hohe Reitkunst weiter durchzuführen. Und das Schöne ist, dass wir hier die Aufgabe haben, diese Junghengste auf unseren Armen aufzuziehen, auch auf unseren Außenstationen. Und wir härten unsere Jungs eigentlich ab, unsere Hengste. Sie bekommen gute Muskeln, die Sehnen werden gestreckt. Also für das ganze Wohl der Junghengste wird gesorgt auf den Armen. Und das ist wirklich schön, mit diesen Pferden 3 Jahre auf der Arm zu verbringen. Die Alm befindet sich auf den Bergen rund um das Schloss Pieber, in dem sich die eigentliche Zuchtanstalt befindet.
Schloss Pieber ist eine der berühmtesten Filmkulissen Österreichs. Kamerateams und tausende Touristen kommen jährlich hierher, um die Aufzucht der Lipizzaner zu bewundern. Und die Tradition der hohen Reitkunst. Von ihren Bereitern erlernen die Pferde die klassische Reitkunst. Figuren und Reitstil sind seit Jahrhunderten genau festgelegt. Auf Pieber erfolgt die Grundausbildung der Pferde, die dann in Wien an der Hofreitschule fortgeführt wird. Jedes Pferd hat die Pferdesprache, also das lernt man mit Erfahrung, jahrelange Erfahrung. Man beobachtet die Tiere in der Gruppenhaltung. Natürlich, wenn das Pferd mit dem Mensch arbeitet, sollte das so funktionieren, dass das Pferd weiß, der Mensch ist jetzt das Alpha-Tier, dem kann ich vertrauen. Und wenn das Pferd in die Gruppe wieder zurückkommt, herrschen andere Gesetze, da ist wirklich der Herdenverband wieder. Da gibt es natürlich auch einen Leithengst oder eine Leitstute von Natur aus. Das Gestüt gehört dem österreichischen Staat. Wie die Bereiter trägt auch Jakob eine Uniform. Er ist als Pfleger für den Nachwuchs zuständig. Wir kennen wirklich alle Pferde. Ist für einen Besucher unglaublich, weil jedes Pferd für ihn gleich weiß ist. Man braucht ungefähr ein halbes Jahr, bis man unsere Zuchtstuten, also das sind 60 bis 70 Stück, wirklich rein rauskennt von der Herde. Und dann kommt schon die nächste Prüfung, wenn die Stuten die Fohlen bekommen, also dass wir die Fohlen von der Stute kennen. Das ist dann ein Erlebnis, wenn man die von klein auf kennt und kommen dann wieder zurück ins Gestüt und bekommen dort auch ihre Fohlen schon. Wenn die Mittagszeit antritt, wo es warm wird, kommen sie dann in den Stall. Da ruhen sie sich aus, die Mittagspause, haben einen Schatten, haben ausreichend Wasser, sowie auch auf der Weide draußen, und freuen sich dann schon wieder, wenn es am Abend rausgeht, auf den Auslauf und auf die Koppel. Die Zucht und die Haltung der kostbaren Lipizzaner sind aufwendig und über hunderte von Jahren genau dokumentiert. Der spätere Kaiser Maximilian II. Begann im 16. Jahrhundert auf dem damaligen Hofgestüt in Lipica im heutigen Slowenien diese spanischen Pferde zu züchten. Ein Lipizzaner, der für die spanische Hofreitschule ausgewählt wird, muss sehr strenge Anforderungen erfüllen. Die Fohlen wissen von ihrer Zukunft in Wien noch nichts und genießen die Zeit auf Schloss Pieber mit ihren Pferdemamas und Jakob. Die Reise geht weiter von Pieber in der Weststeiermark entlang des Südostrands der Alpen nach Herberstein. Hier haben sich Bäche und Flüsse tief in die Landschaft eingeschnitten und so die charakteristische Form der Region geschaffen, mit Bergen, Hügeln und tiefen Klammen. Schloss Herberstein liegt versteckt auf einem Felsen zwischen den Bergen, geschützt durch den Lauf des Flusses Feistritz. Eigentlich war Schloss Herberstein eine Burg für Raubritter, die sich hier im unwegsamen Gelände versteckten.
Aus den Raubrittern wurden Adelige. Aus der Burg ein Schloss mit einer bis heute erhaltenen Gartenanlage. Schloss Herberstein und seine Gärten sind das Refugium von Andrea Sagmeister. Sie findet hier die Grundzutaten für ihre kulinarischen Kunstwerke. Ich umgebe mich gern mit schönen Dingen und die Rose ist einfach was Schönes. Und ich mag den Duft, ich mag die Farben und ich verarbeite sie. Aus Rosen macht Andrea Sagmeister Marmeladen und Sirupe. Der über Jahrzehnte verwilderte Schlossgarten wurde von den Herbersteins nach alten Stichen und Gemälden wieder angelegt. Andrea Sagmeister verliebte sich in die historischen Rosenzüchtungen. Heute sind die Herbersteinrosen fester Bestandteil ihrer Kreationen. Für mich macht die Rose der Duft interessant und schön sind die Farben, die vollen Blüten. Ich finde persönlich die historischen englischen Rosen am schönsten. Schon knapp nach Sonnenaufgang macht sich Andrea auf den Weg in ihr duftendes Paradies. Unzählige Sorten pflanzten die Schlossherren auf Herberstein. Klassische englische ebenso wie Neuzüchtungen. Einen Teil der Blütenpracht erntet Andrea, wenn früh am Morgen die ersten Sonnenstrahlen die Knospen öffnen. In der Früh erstrahlen die Farben der Blüten besonders kräftig. Und auch ihr Duft ist sehr intensiv. Andrea möchte Duft und Farben konservieren. Deshalb sucht sie beim Pflücken nur die schönsten und wohlriechendsten aus. Zum Einkochen wird zuerst ein Zuckersirup erhitzt. Ich kreiere die Sachen alle selbst, ob es Torten sind oder die Gelees oder die Sirupe. Ich mache nie mehr wie 3 Liter oder 3 Kilo in einen Topf, damit auch der volle Fruchtgeschmack und die volle Blüte im Glas ist. Seit 2003 führt Andrea den elterlichen Obsthof. Doch das Obst nur auf den Märkten anzubieten, war der studierten Künstlerin zu wenig. Andrea verwendet nur die schönsten Blüten. Aufgekocht und in Gläser gefüllt, werden sie konserviert. Rosen auf Schloss Herberstein geht es weiter zum Semmering, dem Alpenpass mit der ersten Gebirgsbahn der Welt. Die Route führt über die Fischbacher Alpen nach Norden. Über den Semmeringpass wurde bereits im Jahr 1854 eine Bahnstrecke gebaut. Sie gilt als Meilenstein der Eisenbahngeschichte. Heute ist sie Weltkulturerbe und immer noch in Betrieb. Es ist die reguläre Bahnverbindung von Wien in den Süden.
Die kühne Architektur der Viadukte und Tunnels fasziniert auch heute noch. Doch inzwischen muss die Strecke viel mehr Verkehr bewältigen als zu ihrer Entstehungszeit. Zur Zeit des Fin de siècle ließen sich viele wohlhabende Wiener am Semmering nieder. Luxuriöse Grand Hotels wie das Panhans entstanden. Der Semmering war mit der Bahn leicht zu erreichen. Die Wohlbetuchten aus der Hauptstadt konnten vor ihrer Haustüre Bergluft schnuppern und der schlechten Stadtluft entkommen. Das Kalkgebirge rund um den Semmering ist von zahlreichen Höhlen durchzogen. Einige interessiert nicht so sehr der Blick von oben, sondern vielmehr das darunter. Wenn man einen Kick sucht, ist das Höhlentauchen, glaube ich, vollkommen verkehrt. Da sollte man lieber mit einem Gummischnittel an die Brücke runterspringen. Es ist mehr, du bist in der Natur, du bist an Stellen, wo teilweise noch nie jemand dort war, vor allem bei Neuland halt. Das ist einmal ganz, ganz eine interessante Erfahrung, Sachen zu sehen, wo du genau weißt, okay, da war noch nie jemand vorher. Martin Göksu zählt zu den erfahrensten Höhlentauchern Österreichs. Für verschiedene Forschungsprojekte geht der studierte Mediziner den Geheimnissen der Alpenhöhlen auf den Grund. Du hast eine gewisse technische Herausforderung und es ist auch eine Herausforderung an sich selber. Das heißt, Höhlentauchen ist zumindest 80% im Kopf und der Rest ist einfach Training und Ausrüstung. In einigen Höhlen noch Neuland. Allerdings wird der Zustieg immer mühsamer und immer schwerer. Also man muss dann wirklich oft viele hundert, oft Höhenmeter auch gehen mitsamt der Ausrüstung. Der Startpunkt wandert immer weiter nach hinten, wo das eigentliche Tauchen oder das Forschen dann anfängt. Martin taucht nie alleine. Passiert ein Unglück, kann der Partner Hilfe holen. Die Höhlentaucher haben den Zeitpunkt ihrer Rückkehr exakt angegeben. Ist der Zeitpunkt überschritten, startet ein Rettungsteam, um nach ihnen zu suchen. Und dann gibt es natürlich Sicherheitsgrenzen, an die man sich halten sollte. Das macht unbedingt Sinn. Und dann sagt man, okay, bei dem Punkt ist jetzt aus Ende. Und zwar von der Ausrüstung her. Wenn ich sage, ich habe zum Beispiel diesen Gasvorrat erreicht, diesen Punkt, dann ist absolut umdrehen, egal ob ich noch gern 100, 200 Meter weiter rein eingedrungen wäre oder nicht. Ein weiterer Punkt ist auch noch, man muss dann umdrehen, wenn man sich unwohl fühlt. Vollkommen wurscht, ob das Hausnummer jetzt 3 Meter nach dem Eingang ist oder 300 Meter. Da spielt die Tiefe keine Rolle. Es hat einfach keinen Sinn, was zu riskieren, nur weil man ein Ziel, das man sich vorher zu Hause in der Wohnung gesetzt hat, unbedingt durchziehen will. Dann muss man raus, diese Situation, die das Unwohlsein hervorgerufen hat, einfach noch einmal trainieren, am besten in gesicherter Umgebung, so lange, bis das alles im Blindflug klappt und dann kann man sagen, gut, jetzt gehe ich da rein und dann ist diese Situation, die vorher super unangenehm war, plötzlich ganz normal. Dann ist natürlich einfach eine riesige Neugier. Man will wissen, wie weit geht's, was kommt dort hinten. Und man ist in Wahrheit tatsächlich erst dann zufrieden, wenn es bei einer Neuforschung nicht mehr weitergeht. Erst dann ist eine Ruhe und auch wenn sich das über Jahre zieht, so ein Projekt, man ist wirklich erst dann zufrieden, wenn Sackgasse ist, wenn absolut aus ist. Und keine Möglichkeit mehr, das zu umgehen oder irgendwo durchzuschummeln oder was freizugraben, dann hat die Seele eine Ruhe und dann kann man die Höhle quasi abschließen.
Die Reise geht weiter über die Kalkalpen der Obersteiermark ins Ausseerland. Die nächste Station ist St. Martin am Grimming. Auf der Strecke liegt der steirische Erzberg. Hier wird schon seit über 1000 Jahren Eisen abgebaut. Mhm. 900 PS starke Schwerlaster transportieren das Gestein zur Weiterverarbeitung. Die Pyramidenform entstand durch den Tagbau in Stufen. Immer weiter gruben sich die Bagger in den Berg und schufen eine spektakuläre Geometrie innerhalb der sonst so zerklüfteten und schroffen Kalkalpen. Das Eisen des Erzberges ist in einer Welt, in der Rohstoffe knapp werden, immer noch begehrt. Die Eisenindustrie ist daher in der Obersteiermark nach wie vor der wichtigste Arbeitgeber. Die Landschaft des Ausseerlandes ist von Wasser geprägt. Staumauern zähmen vielerorts die Kraft der Gebirgsbäche. Doch hier und da findet man sie noch in ihrer natürlichen Form. Wie hier, an der Salza im Grimming-Massiv. Manche suchen hier den besonderen Kick. Sie durchqueren die Schluchten und springen die Wasserfälle hinab. Das sogenannte Canyoning erfordert ein hohes Maß an alpiner Qualifikation. Die gefährliche Trendsportart führt immer mehr Menschen in unzugängliche Gegenden der Alpen. Ist man erst einmal in eine Tour eingestiegen, ist ein Rückzug oft nicht mehr möglich. Denn am Ende wartet der Wasserfall. Eva Grössinger wandert gemeinsam mit ihren Freunden beinahe jedes Wochenende durch die Schluchten. Das Schönste beim Canyoning für mich ist das Naturerlebnis. Mit Abseilen und über Wasserfälle, über hohe und einfach da durchgehen und Sachen sehen, die nicht völlig überlaufen sind, wie irgendwelche Wanderwege auf Bergen. Einfach dieser direkte Kontakt mit der Natur ganz auf Du und Du. Es ist nicht diese introvertierte Welt, die in deinem Kopf stattfindet, sondern es ist das tatsächliche echte Leben. Der Austausch mit, also Wasser ist echt da und Wasser kann die wegspülen und du kannst ins Wasser springen. Canyoning-Touren führen durch die unwegsamsten Gebiete der Alpen. Dazu braucht man eine spezielle Ausrüstung. Um sich vor dem eiskalten Gebirgswasser zu schützen, tragen die Sportler Neoprenanzüge. Die Helme schützen vor Steinschlag, der jederzeit niedergehen kann. Das Wichtigste und das Gefährlichste ist mal, glaube ich, die Temperatur, die Kälte und die Wettereinflüsse. Ich bin eigentlich in der Forschung, in der Krebsforschung.
mache gerade meinen Doktor. Und es ist ein bisschen konträr, aber eigentlich ergänzt es ganz gut, weil man doch relativ viel im Labor steht und doch sehr viel im Kopf arbeitet. Und auf der anderen Seite, wenn man dann in der Schlucht ist, das kann man ja am Wochenende machen oder in der Freizeit, ist das einfach völlig unwichtig und es treten einfach ganz andere Sachen irgendwie in den Vordergrund. Und das ist ein guter Ausgleich. Der Höhepunkt und Abschluss ist der 40 Meter hohe Wasserfall. In den meisten Schluchten springt man eigentlich gar nicht, aber es gibt schon immer wieder Sprünge. Das ist eigentlich ganz lustig. Sollte man schon irgendwie vorher mal sicher gehen, ob da unten keine Steine liegen oder Felsen oder irgendwelche Äste sich verklemmt haben. Das ist eigentlich schon wichtig, bevor man runterspringt. Sollte man austauchen, jedes Becken. Der Wasserfall wird zuerst gesichert. Ein Sprung von ganz oben wäre zu riskant. Der Tourenführer befestigt ein Seil, an dem sich die Schluchtenspringer herablassen. Das Seil führt weg vom Felsen und den erdrückenden Wassermassen. Vorsichtig lässt sich Eva die ersten Meter am Seil herab. Und entsichert erst nach der Hälfte des Wasserfalls. Ja, es ist schon wichtig, dass man sich gegenseitig vertraut. Ich würde nicht jedem x-beliebigen mein Leben in die Hand legen. Also man sollte sich gegenseitig auf jeden Fall vertrauen. Und das schaut dann nicht, wenn man sich gut kennt. Und wenn man schon mehrere Touren miteinander gegangen ist, dann weiß man, wie es mit der Verständigung ist. Und dann weiß man, welche Systeme wer verwendet. Und man kann sich gut miteinander absprechen eigentlich. Vom Rande des Salzkammerguts geht es nun nach Bad Aussee. In der uralten Kulturlandschaft wird seit Jahrtausenden Salz abgebaut. Das Salzkammergut zählt zu den regenreichsten Gegenden der Alpen. Zwischen den Bergen befinden sich die Seen, die das Salzkammergut für den Tourismus attraktiv gemacht haben. Einer der größten von ihnen ist der Grundlsee. Hier hat sich eine besondere Tradition erhalten. Der See wird mit Booten befahren, die an die Gondeln von Venedig erinnern. Heute liegt der Grundlsee ruhig zwischen den Bergen. Ideal für eine Fahrt mit einer Plätte. Plätte stammt vom Wort platt, das die Konstruktion dieser Boote beschreibt. Sie sind an ihrer Unterseite flach. Die Plätte wird mit nur einem Ruder fortbewegt. Heute gibt es nur noch wenige Exemplare der Originalplätten. Und noch weniger Menschen, die wissen, wie man sie baut. Erhard Amon ist einer, der diese Kunst beherrscht. Sein Tischlereibetrieb am Grundlsee hat eine lange Tradition. Angefangen mit dem Plättenbauen hat mein Großvater. Und der war bei den Bundesforsten, bei den Holzknecht. Und da hat er eben für die Holzknecht die Plätten gebaut, weil das Holz über den See gedriftet wurde und da hat man eben diese Plätten gebraucht. Das hat sie überliefert auf meinen Vater und mein Vater hat es uns überliefert und somit ist das jetzt, kann man sagen, bei uns in der dritten Generation und die vierte kommt noch.
Erhard Amon verwendet auch heute noch ausschließlich Naturmaterialien aus der Region zum Bau seiner Plätten. Moos dient als Dichtungsmaterial an der Unterseite des Bootes. Es dehnt sich bei Feuchtigkeit aus. Die Leidenschaft am Plättenbauen ist das Einzigartige, die einzigartige Form. Und man braucht einzigartige Materialien, die nur bei uns so wachsen in unseren Wäldern. Erhard biegt Äste von Stauden geschmeidig, um sie später wie Seile verwenden zu können. Die Haltbarkeit solcher Naturmaterialien ist weit länger als die von so manchem Produkt aus Glasfaser oder Plastik. Jede Plätte ist ein Unikat. Bevor sie zu Wasser gelassen wird, befestigt der Meister gemeinsam mit seinem Bruder das Ruder am Seil aus Weidenholz. Die Konstruktionspläne dieser Plätten sind ein streng gehütetes Familiengeheimnis. Einfachheit ist das höchste Prinzip. Richtige Pläne gibt es eigentlich von der Überlieferung nicht. Mein Großvater hat uns das Brett in die Hand gedrückt und hat gesagt, so macht es. Und eigentlich ist da alles drauf, was man braucht. Also ein Plätten ist 8,57 Meter lang, ist siebenbarig, wie man bei uns sagt. Das heißt, die Kipfen sind eben siebenmal vorhanden. Das sind die Abstände, das sind die Breiten, das sind die Höhen an den Seiten. Und wenn man es umdreht, sind da sieben verschiedene Schrägen drauf, die eben die Form vom Boot oder von der Plätten geben. Das reicht vollkommen aus. Erhard kennt die vielen Details, die es braucht, damit so eine Plätte nicht sinkt. Aber die bleiben sein Geheimnis. Auch Bernhard, der Sohn von Erhard Amon, lernt das Handwerk. Er soll das Wissen um die Plätten in die nächste Generation tragen. Im Salzkammergut leben viele Traditionen fort. Die Seen des Ausseerlands sind die letzte Station der heutigen Reise.